Leute, jetzt sieht man mich nicht mehr. Leute, herzlich willkommen hier, der Devil, klar, klar. Und heute gibt's wieder eine neue Mod-Review auf meinem Kanal. Und wer hätte es gedacht, es war so klar, es ist die Ice Bucket Challenge. Oder besser gesagt, die ALS Ice Bucket Challenge Mod für Minecraft. Wahnsinn, ja? Ich habe das Ganze ja selber schon mal im realen Leben vor einiger Zeit durchgezogen, aber natürlich auf meine Art, ne? Und da es zu meinem Kanal natürlich extrem gut passt, weil er ist ja vollgestopft mit allen möglichen Mods, ne, würde ich sagen, gucken wir uns mal die Mod ganz in Ruhe an. Denn es gibt hier ganz viel, ich will euch nicht überanstrengen, ja, ihr müsst es erstmal auf euch wirken lassen. Wir haben hier ganz viele neue Crafting-Rezepte. Nein, haben wir nicht. Wir haben natürlich im Endeffekt nur hier diesen Eisbucket. Der steht auch nochmal schön da. Support the Order at www.alsa.org. Das ist auch nochmal für euch der Hinweis, dass ihr für diese Organisation spenden könnt. Und ja, ich würde sagen, ich habe hier schon einen im Inventar. Wir schauen mal, was der kann. Baduf. Ist das kalt, ist das kalt. Ja, das könnte ich den ganzen Tag machen. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Es gibt aber eine ganz, ganz krasse Besonderheit. Wenn wir uns in den Game Mode 0 bzw. in den Survival Modus begeben und wir machen das mehrmals, dann ist irgendwann unser Eimer leer. Und dann müssen wir einen neuen craften. Mit diesem tollen Crafting-Rezept. Ja. Und ja, das war die Mod. Wirklich. Auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, im Endeffekt, wenn ihr die Mod hier zu sinnlos fandet, dann keine Sorge. Die ist auch sinnlos. Aber ich dachte mir, ich stelle sie einfach vor, weil jetzt ist das gerade ganz groß Thema. Und ja, natürlich auch noch hier mal der Hinweis. Alle Infos zur Challenge bzw. zu der ganzen Aktion in der Beschreibung. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns im... Alter, what? Wieso ist mein Eimer falsch rum? Was ist da passiert? Ich fühle mich auf einmal ganz unwohl. Egal, auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video dann wieder. Tschüss!